Guten Morgen. Die Aktion Test des Bodegueros auf Maus läuft weiter. Hierzu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Das hier ist übrigens eine Maus, die ich mal zeigen darf. So. Die Geschichte dieser Maus ist, ich zeige derweil mal auf den Hund, könnt ihr den ein bisschen angucken. Bin ich in den Tierladen gegangen und habe zu der Verkäuferin gesagt, sieh, ich hätte gerne eine Maus. Ich möchte testen, ob ein Bodegero eine Maus fängt. Und dazu möchte ich gerne eine Maus haben. Und die möchte ich, kannst du den mal zu dir holen? Das ist so nervig hier. So ist gut. Dann werde ich diese Maus, möchte ich gerne am Schwanz festbinden und dann über den Boden ziehen. Dann guckt die mich an. Total ungläubig. Nein, sie haben keine Mäuse. Wie sage ich, sie müssen doch Mäuse haben. War natürlich immer in der Meinung, dass sie natürlich denkt, ich meine so eine Puschelmaus für eine Katze. Meinte die doch, ich will eine echte Maus kaufen oder Ratte und die dann über den Boden ziehen am Schwanz. Da seht ihr, so sehe ich aus, wie ein Ratten über den Boden ziehen. Gut, jetzt werden wir also in den Stall gehen und werden diese Maus versuchen, als Maus zu betätigen und werden mal gucken, wie der Vivo, man sieht hier übrigens, dass er ein bisschen scheu ist zu Menschen, ja. Jetzt kommt er schon wieder zu mir. Also, wir gehen jetzt mal. Wir stehen jetzt vor dem Stall und warten, dass die Maus präpariert wird. Man sieht schon die Anspannung des Jägers. Wollen wir schauen, ob das aufgeht. Also, ich gehe jetzt zur Tür. Vivo, komm mal her, komm. Vivo. Geht schon die Tür nicht auf, können mich kaputt lachen. Jetzt kommt der Hund nicht hinterher. Da kommt er. Oh, eine Maus. Zieh. Ja, zieh. Wo ist er? Ah, ist schon weg. Machen wir nochmal. Wenn wir totlachen können jetzt. Die Mara hat so schnell an der Maus gezogen, dass die Maus weg war. Ich bin selber so erschrocken, dass der tatsächlich auf die Maus reagiert und habe die gar nicht gesehen. So, Versuch Nummer 2 wird vorbereitet. Das ist jetzt so ein sogenannter Versuchshund. Was? Das Zeug hat sich verheddert, die Schnur hat sich verheddert. Gut. Der Jagdinstinkt ist geweckt. Was? Oh, noch nicht fertig. Hat sich dieser Bindfaden verheddert. Jetzt muss das erstmal auseinanderfummeln. Der Hund hat schon. Man sieht dem Hund die Spannung an. Das Jagdfieber, Mäusejagd. Ja, wie wo? Mäusejagd. Jetzt legt sich der hin und schläft. Und er wartet, dass die Maus wieder in Action ist. Jetzt geh mal Mausi fangen. Geh mal Mausi fangen. Ja, komm. Komm rein, komm. Komm. Komm rein, komm. Jetzt kommt der wieder nicht. Oh, eine Maus! Hat er sie? Ja, nee. Hat sie gerade im Mund. Nee, warte mal, wo ist er? Gib mir mal das hier. Da ist die Maus. Wo ist das Fädchen? Ich sehe was. Das ist so dünn. Der Vivo hat eine Maus. Huch, wo ist die Maus? Oh, eine Maus. Schnell, zieh. Oh, der Vivo hat eine Maus. Ja, gucke mal. Also, Vivo fängt Mäuse. Danach ist es zwar nicht sehr interessant, weil es halt nicht riecht so. Es ist bewiesen, meine Lieben. Vivo, der Bodegero, fängt Mäuse. Die müssen halt natürlich rosa sein, die Mäuse. Oh Gott, das arme Ding, guck doch mal. Das macht sie ganz dappisch. Oh, jetzt lass mal den Arm, oder? Der fällt noch um jetzt, du. Jetzt mussten ihm aber einmal geben, kurz. Ja, ich kann den ziehen. So, jetzt muss es liegen lassen. Und dann mag er es gar nicht. Ja, riecht ja auch nicht sonderlich nach Maus, nicht? So.